ist. Ja, kommt da was? Aber ja. Eine Ortsgruppe des Landesverbands Niederösterreich, des österreichischen Versuchssenderverbands. Das heißt, der österreichische Versuchssenderverband, der Mike ist Präsident des Dachverbands. Es gibt neun Landesverbände, Wien bis Vorarlberg. Einer davon ist Niederösterreich und unterhalb der Landesverbände gibt es Ortsgruppen. Eine davon ist ist Metafunk ADL 319. Es gibt, weiß ich nicht, in der Größenordnung von 50 solcher oder mehr solcher Ortsverbände über ganz Österreich verteilt. Bitte? Man muss dazu sagen, es ist eine Interessensvertretung, ja? Ist keine Pflichtmitgliedschaft, sondern ist eine freiwillige Mitgliedschaft. Der ÖVSV hat die Aufgabe, einerseits alles, was notwendig ist, im Interesse des Amateurfunks zu gestalten für Funkamateure. Wichtige Aufgabe ist die Vertretung nach außen hin, insbesondere gegenüber den Behörden. Also der ÖVSV als Dachverband ist direkter Ansprechpartner der zuständigen Stellen in den Ministerien. Dort werden auch zum Teil Gesetze vereinbart. Aber ein Beispiel ist, dass der Fragenkatalog für die Prüfung zwischen Fernmeldebehörde und ÖVSV ausgehandelt wurde. Das heißt, dass die Tatsache, dass es einen definierten Fragenkatalog gibt und der Inhalt der Fragen ist nicht ganz unabhängig vom ÖVSV entstanden, hat für uns den großen Vorteil, wir wissen, welche Fragen gestellt werden, wir wissen, wie die dazu notwendigen Antworten ausschauen und wir wissen, worauf wir die Kursteilnehmer trainieren müssen, damit sie bei der Prüfung dann durchkommen. Wichtig ist, für alle die am Kurs teilnehmen oder überhaupt am Amateurfunk interessiert sind, diese Adresse bitte da eintragen, dieser Mailingliste, mit verhältnismäßig bescheidenem Aufkommen, aber alles das, was Metafunk, also unseren Ortsverband da betrifft, läuft da drüber. Gut, der Mike hat schon mal kurz erwähnt, Geschichte. 1896 gab es diese Berichte von dem Herrn Marconi, der da behauptet hat, er könnte da mit irgendwelchen Gerätschaften über den Atlantik funken. Die Morning Post hat damals geschrieben, das ist alles ein Blödsinn, wird den Winter nicht überdauern. In der Zwischenzeit wissen wir, es ist 120 Jahre alt ungefähr und es ganz im Gegenteil interessanter denn je. So ein kurzer Überblick auf der einen Seite im unteren Bereich die Entwicklung der Funktechnik, im oberen Bereich die Entwicklung der Digitaltechnik, Computertechnik, die da durchaus sehr starke Analogien hat. Wichtig da zum Beispiel nicht 1930, sondern 1926, Gründung des ÖVSV. Das heißt also, der Verein wird nächstes Jahr 90 Jahre alt, hat also dementsprechend eine gewisse Tradition und Geschichte. Wir bauen da darauf auf und leben natürlich zu einem beträchtlichen Teil davon, dass es in der Vergangenheit bedeutende Erfolge für den Amateurfunk gegeben hat und auch jetzt noch immer gibt. Und da sehen wir dann da irgendwann in den 80er Jahren, der Mike hat vorher gesagt, Weltrekord über 200 irgendwie viel Gigahertz. In den 80er Jahren waren also 77 Gigahertz eine Größenordnung, mit der man sich beschäftigt hat. Also auch da sieht man, wie rasant sich die Technik weiterentwickelt. Das sind Dinge, die wir zum Teil miterlebt haben, ich zumindest miterlebt haben. Und es wird in dem Tempo wahrscheinlich weitergehen, ganz im Gegenteil, noch spannender werden, noch rasanter werden. Und er war schon deshalb interessant. Mike hat gesagt, gesamte Frequenzbereich, also da irgendwo, sagen wir in der Wellenlänge des Mount Everest, 8000 Meter, irgendwo in der Größenordnung von 136 Kilohertz ist das unterste Frequenzband, das wir verwenden dürfen und irgendwo da oben im Bereich des Lichtes ist die obere Grenze, die wir derzeit verwenden, das komplette Frequenzband, nicht das komplette Frequenzband, aber über diesen gesamten Frequenzbereich gibt es immer wieder Abschnitte, die uns als Funkamateure zur Verfügung stehen und das ist einer der Gründe, warum das Thema so spannend ist, weil sowohl im Längstwellenbereich, also dort, wo Ausbreitungsbedingungen extrem schwierig sind, weil man sehr große Antennen braucht, weil die Wellenlänge sehr groß ist, weil die Empfangseigenschaften unter anderem durch Störnebel und ähnliche Dinge behindert werden, kann man experimentieren und oben im Bereich der höchsten Frequenzen gibt es immer noch Bereiche, die de facto nicht genutzt werden, wo wir daran arbeiten, etwas weiterzubringen. Vernetzung, der Mike hat Hemnet erwähnt,
Mitte der 80er Jahre, also lange bevor Österreich an das Internet angeschlossen war, gab es eine Vernetzung, digitale Vernetzung von Funkamateuren, Packet Radio, die damals so in etwa ausgeschaut hat. Also auch da hatten wir schon Netzwerke mit Mailboxen, mit Linkstrecken, mit Verbindungsstrecken quer über Österreich, Anschluss Jugoslawien, Ungarn, Deutschland. Also auch das ist ein Themenbereich, der zum Funkamateur ganz einfach dazugehört. 1990, sagt der Herr Ramstl dann immer, hat er Österreich ans Internet angeschlossen. Das heißt, 1990 war das, wo die erste Leitung zwischen der Uni Wien und einer schweizerischen Universität geschaltet wurde. Vom wirklichen Anschluss oder Verfügbarkeit Internet war damals noch lange nicht die Rede. Wir hatten zu der Zeit, wie gesagt, Packet Radio und ähnliche Dienste. Ja, da ein Statement, das nicht von uns stammt, sondern von holländischen Funkamateuren im Zusammenhang mit einem Hackertreff im Jahr 2013. Die darauf hinweisen, dass also diese Community, dieses gemeinsame Arbeiten eigentlich ein Kerngedanke des Amateurfunks ist, ist auch ganz klar, ich als Funkamateur allein kann nichts machen. Ich brauche mindestens einen zweiten, mit dem ich funken kann. Das ist der Unterschied sehr vielen anderen Hobbys. Wir brauchen diese Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hilft uns natürlich auch. Führt dazu, dass für uns das Teilen, Weitergeben von Wissen eine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben natürlich Interesse, dass ich das, was ich weiß oder was ich ausprobieren will, mit anderen teilen kann, weil ich brauche ja, wie gesagt, mindestens einen Partner, mit dem ich auf einer vergleichbaren Ebene kommunizieren möchte. Da gibt es also Beispiele, wo verschiedene Vorträge von Funkamateuren aus dem Metafunkbereich gehalten wurden. Ja, das sind praktische Beispiele, eine Funkstation bei einem Chaos Communication Camp, da haben wir selbst Erde, Mond, das ist in dem Fall Satellitenfunk, der da betrieben wird, ebenfalls bei so einem Camp, oben der Erich Möchel, der Vater von FutureZone, falls das wem ein Begriff ist, das ist ein Funkamateur, der auch Weinhauer ist, der in dem Fall dabei ist, Met zu brauen, glaube ich, war das. Also auch das gehört natürlich zu den Dingen, die wir da gemeinschaftlich machen. Der Ralf steht da hinten, in der Zwischenzeit sitzt er da, hat also da eine eigene Antenne gebaut, damit experimentiert. Das da rechts ist der Clemens, der ist auch da irgendwo im Umfeld. Das war 2011 muss das gewesen sein, wie wir Erde, Mond, Erde gemacht haben, in Finofurt in der Nähe von Berlin. Das ist ein Vortrag, interessanterweise ist auch da der Mike vertreten. Das war so, ich glaube, nach dem ersten Kurs, den wir hier gemacht haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir Metafunk als eigene Ortsgruppe gegründet haben. Ja, das war ganz kurz. Wir befinden uns hier in den Räumen des Metalab. Metalab ist ein Verein, der im Wesentlichen darin besteht, dadurch besteht, dass er 220 Quadratmeter Raum im Zentrum von Wien zur Verfügung stellt für technische und sonstige Experimente. Die Aktivität, die hier passiert, ist eine Aktivität im Metalab, die von den Mitgliedern getragen wird. Der Verein selbst tut nichts anderes als Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir als Metafunk, weil auch ein Teil unserer Amateurfunkmitglieder im Metalab-Mitglied ist, nutzen die Gelegenheit hier die Gastfreundschaft des Metalabs und in dem Sinn werden wir hier auch den nächsten Kurs gestalten, jeden Mittwoch um 19 Uhr. Ziel ist es, die Prüfung, ursprünglich haben wir geplant, die Prüfung Mitte Mai anzupeilen. Wir werden nach den ersten zwei, drei Wochen des Kurses entscheiden, ob wir einen Termin Ende April, 20. April herum anpeilen oder einen etwas späteren. Das hängt dann davon ab, wie groß die Gruppe ist, wie weit wir mit der Aufnahmefähigkeit sind, weil die 14 Abende bis zum April sind relativ eng und relativ kurz. Das wär's. In diesem Sinne möchte ich noch ersuchen, dass alle die sicher wissen, dass sie am Kurs teilnehmen wollen, sich da eintragen. Das wird dann nächste Woche leichter, damit wir aber zumindest einmal vorher planen können, wie es weitergeht. Vielleicht noch ein kleines Detail am Rande für den Kurs insgesamt. Es gibt die Unterlagen, die zum Kurs notwendig sind, als Präsentationsfolien. Das heißt, die Folien, anhand derer die Vorträge erfolgen, stehen zur Verfügung. Der Fragenkatalog ist offengelegt.
Es gibt Kursskripten, die man käuflich erwerben kann, aber nicht unbedingt muss. Also in dem Sinn sind wir guter Dinge, dass die Voraussetzungen gegeben sind. Und wie gesagt, je mehr bei uns mitmachen, desto spannender, desto abwechslungsreicher werden die Abende. Und in dem Sinn freue ich mich auf die nächste Woche. Danke. Okay.